Ich habe gerade dreimal das gleiche Rätsel gemacht. Weißt du, das Parcours-Rätsel. Und war das nervig. Okay, machen wir die Fürgeschichte fertig. Wackeln wir uns da durch. Mit lockigem Haar. Warum kämpft sie gegen mich? Ich dachte, ich darf hier rein. Ich bin Anwalt. Ich darf überall rein. Ah, Frist. Ich habe ein neues SMG gekauft. Dieses hier. Feuer. Gefällt das, wenn ich das Ganze mit Feuer? Aber die Bisse gefährdet ins Gesicht. Kurz, das gefällt dir. Ich bin mir sicher, manche Leute stehen drauf. Cooler Typ, Bissgefährte. Oh, da will ich auch schreien. Vergast wird. Blitzgefährte. Kanone diesmal? Keine Kanone diesmal. Das heißt, man wird von oben irgendwie reinkommen zur Kugel. Weitere Totems. Vielleicht finden wir auch den Eingang. Da ist eine Leiter runter. Ach, sagen muss ich nicht niederschießen. Von diesem Feuer, das stört doch gern. Glückswürfel. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Boah, das sind viele. Ja, damit. Und ich hab Glück. Feuerresistent. Als Stahl-Pokémon ist man das nicht, Mist. Doch nicht feuerresistent. Und hier kommen die Haie. Musik, du hast zu früh Pause gemacht. Kugel? Nein, nur Fackel. Schau her, du Freibeuter! Ich krieg die Loot. Durch die Loot! Ein altes Faulen! Alle Mann an Deck! Für was? Du wirst mit dem Blut ausgespült! Kanone? Nein, auch nicht durch eine Kanone. Blitzgefährt hat schon wieder einen fahren lassen. Gute Arbeit. Feinde mit Statuseffekten töten. Oh, da ist der Wal. Was sagt man dazu? Der braungebrannte Gilbert hat mich persönlich zu einer salzigen Sause in seinem Unterschlupf eingeladen. Die Jungs und Mädels verstehen was vom Feiern. Es gab Seemannslieder, es wurde getanzt und man konnte so viel alkoholfreien Grog trinken, wie man wollte. Gilbert hatte tief ins Glas geschaut, als er mich aufgefordert hat, seiner Mannschaft beizutreten. Aber ich könnte meinen Zwillingsbruder nie verlassen. Er braucht mich. Warte mal, Zwillingsbruder? Habe ich die Geschichte von den beiden falsch verstanden? Sind das Brüder? Das hat mich verwirrt.
Zwillingsbrüder. Das ist ein schwules Pärchen. Hm. Ah. Seed. Secret. Aber es bringt mich nicht zur Ruhe. Würfel ab, Stauber! Okay. Ich. Aber wie komme ich zu dir? Mist. Na, egal. Nicht die Wirklang allen Kleinigkeiten hinterherrennen. Gut, suchen wir unseren Klienten. Vielleicht steckt er noch in dieser Kiste. Nein, Gegner. Das ist auch nicht mal das Wahre. Kein Wort verstanden. Hör auf, dich zu ziehen und hol dir eine Abtreibung ab. Server. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Keine Antwort. Er ist nicht da drin. Er ist weg. Verdammt. Sie haben ihn wohl schon ins Gefängnis gebracht. Wir müssen ihn aufspüren. Dann müssen wir wohl rausfinden, wie wir da hochkommen. Das scheint unser einziger Weg vorwärts zu sein. Oh Mann. Hoffentlich nicht noch ein Rätsel. Nein. Wackelige Plattformen an der Klippe. Oh. Toll! Ist das besser? Ja. Ein Bein. Wer schluckt da? Niemand mehr. Hat fertig geschluckt. Das wird deine Segel kappen. Du bist nicht weit von einem Schusser entfernt. Brich ihn auf. Sofort. Bitte? Oh, okay. Dir gefällt meine Waffe? Ist... Heute hat er mich gefragt, ob ich immer noch normal sein will. Als ich das bejahte, erzählte er mir von einem Ritual, das uns beiden unseren sehnlichsten Wunsch erfüllen konnte. Einen Bundzauber. Nicht gerade der Bund, an den ich gedacht hatte, aber er scheint sich zu freuen. Es klingt, als könnte er uns beide glücklich machen. Solange er es nicht vergeigt. Grün, schwarz. Oh, ich hab mich mal gewundert, wo da wer ist. Oh, komm schon, diese Platte. Was hast du ausrüsten hier? Oh, das ist richtig. Yep. Oh, das ist geglitscht wieder. Hopp. Ah, er darf nicht geschlagen. Tote. Weg, Missgeschenk! Violette Loot. Ah, alles besser anscheinend. Und dann? Noch eine leichte Wahl. Nein, nicht runterhupfen da.
wir darüber schauen. Das Gefängnis sieht von ganz unten bis zum obersten Zipfel verschlossen aus. Ja, ja. Aber es gibt immer einen Weg rein. Außer es ist eines der Gebäude, dessen Innenleben der Bunkermaster noch nicht ausgearbeitet hat. Die sind nur Dekoration. Was redest du denn da, Fred? Ich bin nur Meta. Du bist nur schräg. Nein, nein, sie hat recht. Solche Gebäude gibt's mit schwarzen Türen. Und es ist nichts drinnen. Ist ein bisschen schräg. Ein bisschen schräg. Ich hab gern Gebäude, wo was drinnen ist. Aber was soll ich das sagen bei dieser Simpson? Diese Wand sieht brüchig aus. Oh, in der Tat. Manchmal mache ich mir einfach eine Tür, wenn ich keine finde. Echt? Wie heißt dieser Zauber? Nein, ich meine, mit einer Explosion. Du bist nur ein einfacher kleiner Mann, oder? Ich bin nicht klein. Okay, ihr seht eine Kanone. Wow, du kommst uns echt entgegen, was? Tja, ich wollte nicht, dass ihr festhängt. Festhängen hat Längen. Boom! Das siehst du gerne. Krieg dich wieder ein, Armleuchter. Wir müssen noch unseren Klienten finden. Also, ich habe mir die Statuten des Piratenrechts durchgelesen. Ihre gesetzliche Definition von böse lässt viel Raum für Interpretation. Ach ja? Und wo kann ich das bitte schön nachlesen? Anhang R. Ha! Was? Du... kapierst du's nicht? Dann vergiss es. Ah, jetzt verstehe ich. Wirklich? Nein. Ah, darauf zu streiten, Kinder. Gut. Oh, ein Big Boy, Kiste. Mit blauer Loot. Sturmgewehr, was die Pistole, die ich loswerden wollte. Okay. Und dann. Ah, wir testen's. Ich mag die Aufladen-Sachen nicht. Ich mag noch meine Pisteln und Sturmgewehre mit Batteriebetrieb. Das ist eine sehr laute Mission, ich weiß das nicht. Generation. Ei, die Mannschaft ist wieder beisammen. Sie macht Schaden. Aber. Das ist eine sehr launische und treulose Generation. Ah. War mal wieder ruhig. Wow. Reckt mich jedes Mal. Ah, Grünschrott. Ah. Ich sehe eine Kiste ganz Jill, hinten. Bist du da drin? Und aus der wabernden Dunkelheit der Ecke tritt ein super-duper normal aussehender Hombre. Oh mein Gott, du bist tatsächlich hier! Ich dachte, ich müsste sterben. Hast du mein Zertifikat? Allerdings, mein Freund, ich hab's genau hier. Oh, was bin ich erleichtert? Hast du schon eine Verteidigungsstrategie? Sie werden meinen Fall jeden Moment aufrufen. Ruhe im Gerichtssaal! Ich bin Richter Boll! Bringt den Gefangenen namens Schielauge Phil rein! Ach, hey, komm schon! Phil reicht! Ihr
seid die Einzigen, die mich so nennen. Als Maulspinner. Arschloch. Das habe ich gehört. Scheiße. Nein. Falls jemand diesen eindeutig bösartigen Sattsack verteidigen will, so möge er sich jetzt bei Gericht melden. Wenn mit? Nein. Okay, wir gehen einfach weiter. Dann verteidigen wir mal Phil. Wartet. Ja. Eine bessere Waffe brauche ich. Diese. Die letzte. Das wird doch ein Bossfight sein, oder? Das schaut nach einem Bossfight aus für mich. Werden wir mal unseren kleinen Schrott los und geben uns diesen Bosskampf. Handgeschmiedete Knüppel des Hasses. Oh, okay. Ach, was für eine Schönheit. Gut, gib her. Ich nehme dir etwas Last ab. Lass mich mal sehen. Du weißt nicht, was du da hast. Schrott habe ich da. Wo hast du das denn gefunden? Im Müll. Nein! Oh. Das war dieses, oder? Verdammt! Ist das die gute Pistole? Das war nicht die gute Pistole. Willkommen bei der Waffenschau! So. Und weiter bis Gefährte zum Boss. Hey, yo. Du da! Nimm deinen Platz auf dem Podium ein, wenn du vorhast, diesen Schwachkopf zu verteidigen. Schwachkopf geht nun wirklich zu weit. Nun dann, verrate dich mit dem Beschuldigten, der wahrscheinlich schuldig ist. Wir fangen jeden Moment an. Okay. Okay, wie lautet dein Plan? Was hältst du davon, wenn ich sie stattdessen einfach alle töte? Nein! Zeig einfach das Zertifikat und sag ihnen, dass ich ein netter Kerl bin, der nur helfen will. Nicht so friedlich. Das Gericht tagt jetzt! Der halbwegs ehrenhafte Richter Beul hat den Vorsitz. Das bin ich. Richter Beul. Wir sind hier, um den Fall eines gewissen Schielauge Phil zu verhandeln. Er wird von so gut wie allen beschuldigt, super böse zu sein. Falls die Verteidigung Beweismittel vorzulegen hat, möge sie das jetzt tun. Euer halbwegs Ehren, dieses Zertifikat der Nichtboshaftigkeit von Königin Arschgaul bestätigt, dass er absolut nicht böse ist. Ein was? Oh, ich, Einspruch. Abgelehnt. Verdammt. Moment mal, das geht so nicht. Noch so eine Trickserei und ich belange dich wegen Missachtung des Gerichts und überhaupt. Na, und jetzt muss ich mich mit meinen Beisitzern über die vorgelegten Beweise beraten. Wollt fighten? Ja. Könnte sein, ja. Möglicherweise. Ja. Na, das läuft nicht so gut. Es wurde festgestellt, dass das Zertifikat der Nichtboshaftigkeit haltlos ist. Und auch, dass der Begriff so blöd klingt, dass ihn sich nur ein Idiot ausgedacht haben kann. Also, das war gemein. Hä? Das ist dein Charakter? Ich will nicht sterben! Wir fighten! Sehr gut. Das ist gut. Lebe Johnny, run!
Oh, sorry. Stadtbewohnerin. Ja, nimm das. Kurz ins Gesicht. Aber nicht die Kern. Nee, nicht meins. Nicht meins. Abriss probieren wir auch noch mal. War's das wirklich? Das war der ganze Bossfight. Bin ich hier rauf oder nicht? Nicht so aus. Okay. Anticlimactic. Ist es? Ist es vorbei? Die Sitzung wird vertagt. Meine Güte. Ich wollte nicht, dass es so läuft. Ich war für Leben und Leben lassen. Weißt du, ich glaube, ich muss was Tiefsinniges zur Natur des Bösen sagen. Und das wäre? Das, Moment. Ich denke nach. Schon okay, lass dir Zeit. Das Böse ist scheiße. ja. Bitte erheben. Cool aus da. Bis auf dass sie nicht Vollautomatik ist. Ich schätze, das war's in dieser Map. Wir haben nicht so viele Kugeln gefunden. Ja. Aber sie schaut am coolsten fast aus bis jetzt. Ich meine, die Bodenstange-Map ist auch richtig cool. Hier ist der Wal. Hier sind mehr Berge. Könnt ihr runterhupfen und schauen, was passiert. Und eine goldene Kugel habe ich übersehen, die ich jetzt beim Rausrennen noch mir hole off camera. Ansonsten, ich war am Strand eigentlich, bin mir fast ziemlich sicher, dass ich am Strand fast überall war. Jo, peace out.